Moin und Servus zur nächsten Folge Shadow of the Tomb Raider. Vielen Dank fürs Einschalten und danke, dass ihr dieses Projekt tatkräftig unterstützt. Hier waren wir stehen geblieben. Und wir sind jetzt wieder dabei. Oh, Ratten. Diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Was ist das hier? Eine gute Frage. Zellen. Fehlt der Ausrüstung, okay. Dieses präkolumbianische Keramikgefäß stellt offenbar die Unterhaltung zweier Götter dar. Die Glyphen zwischen ihnen sind nicht zu entziffern. Okay. Jonah ist ein Überlebenskünstler und guter Freund. Ich habe ihn vor einigen Jahren bei meiner ersten Expedition an Bord der Endurance kennengelernt. Er brachte mich gleich bei unserer ersten Unterhaltung zum Lachen, indem er mich Vögelchen nannte. Wir haben seitdem viel durchgemacht und Jonah war immer für mich da, seit der Kontakt zu meiner besten Freundin Sam abgerissen ist. Er begleitete mich nach Kitesh und half mir, die göttliche Quelle zu finden. Das Artefakt, nach dem mein Vater gesucht hatte, als er getötet wurde. Nachdem ich die göttliche Quelle zerstört hatte, um zu verhindern, dass die Trinity in die Hände fällt, hat mir Jonah dabei geholfen, den Orden Zelle für Zelle zur Strecke zu bringen. Als ich die Notizen meines Vaters vollständig entschlüsselt hatte, hielt Jonah Cozumel für den besten Ort, um unsere Suche zu beginnen. Und obwohl ich ihm anfangs nicht geglaubt habe, hatte er recht. Die Ausgrabungsstätte in Cozumel war als einzige noch nicht zerstört. Und jetzt weiß ich auch warum. Trinity weiß, dass noch ein Teil des Puzzles fehlt. Ich muss rausfinden, was es ist, bevor sie es tun. Aha. Also jetzt wissen wir auch, dass... Ich muss immer wieder am Gamma noch ein bisschen spielen, dass es nicht so laut wird. Aber jetzt wissen wir mal, wer Jonah ist. Das ist schon mal sehr interessant. Okay. Da ist nix. Also hier gibt's nichts mehr zu looten. Ich glaube, wir müssen in die Pleue hier rein, dann tauchen wir mal. Und ich muss jetzt nochmal mein Gamma runterschalten, ansonsten werde ich wieder zu laut. Wow. Ah, Moräne. Ich brauche, glaube ich, noch eine Moräne. Hm.
Wow, 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 wow. Komm, 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 Lara. Das schaffst du. Komm. Wow, wow, wow. Nicht ersaufen, komm. Komm, 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 komm. Oh, ja, ich würde mich da nicht durchzwängeln, habe ich ja schon mal gesagt. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Na, fehlende Ausrüstung kann ich mir schenken. Wir. Oh, oh, oh. Wow, da war ich wohl ein bisschen zu voreilig. Oh Mann. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's. Alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Yes. Dann machen wir das. Komm, 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 komm! Geschafft. Hartholz. Für Pfeile. Okay. Ich muss nur eins höher. Wie komme ich eins höher? Ja. Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Okay. Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Wohin? What? Darüber. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Lara. Nein, nein, nein.
Nice. Da krieg ich jetzt meinen halben Herzinfarkt, wenn die da drüber geht. Holy shit. So. Nochmal das Gamma. Nice. Dann gehen wir da mal hin. Aber das Spiel sieht schon mega, mega, mega geil aus. Optisch. Nochmal das Gamma. Jetzt bin ich wieder zu laut. So. Wandgemälde. Dialekte zu verbessern. Okay. Die Würdigen sollen der roten Göttin geopfert werden, der Göttin des abnehmenden Mondes und des zunehmenden Mondes, der Großmutter aller, ihr, die Leben nimmt und Leben schenkt. Okay. What? Jetzt habe ich noch was gesehen. Oh, die Map. Irgendwo war doch hier noch was. Oder auch nicht. Okay. Oh, holy shit. Das haben wir gleich mehrere Waffen. Okay. Okay. Und wo müssen wir hin? Shit. Holy shit. Die Glockenplattform hängt fest. Okay. Also was haben wir hier dann? Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ich hab da eine leise Idee. Da werden wir diesen Wagen brauchen. Das schneiden wir durch. Ich schätze, dass wir das drehen müssen. Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Dann müssen wir nochmal durchschneiden. Und dann noch einen. So. Nein. So, jetzt dürft's gehen. Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Okay. Und warum kippt er um? Ich
muss irgendwie die Trümmer zerstören. Moment. Mann. Ich denke, das dürfte passen. Dann schwieriger Anlauf, sorry. Wir haben es geschafft. Richtig gut. Nice, nice, nice. Wow! Holy shit! Da bin ich wohl daneben gesprungen. Fuck you. Oh, nice. Komme ich direkt auf die Falle? Nö. Dann muss ich erst auf die andere Plattform. Gehst du da runter oder nicht? Lara. Oh. Oh Mann! Aber es lief ganz cool, finde ich. Oh Mann! Alter! Mann, oh Mann, oh Mann. Dann muss ich... Na, geschafft. Sorry für die Fails, aber... Na mei, gehört nochmal dazu. Wow, 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 wow. Da hätte ich wahrscheinlich irgendwo mit dem Haken hin müssen. Ja. Alter.
wundert euch nicht. Ich wundere mich gerade selber. Wie soll denn das gehen? Kann man das mal einer sagen? Alter! Ah, ich raste aus! Sorry. Weil hier kommt man nirgends hoch. Aha. Alter. Sorry. Ich muss weiter hoch. Weil oben ist jetzt so ein komisches Teil. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ich schmeiß mal da alles hin. Ich hab's so vorhin gehabt, ganz am Anfang. Das kann's doch jetzt nicht sein. Da unten werde ich dann nirgends hinkommen, vermute ich mal. Nö. Oh, ich raste aus. Wie soll denn das gehen? Wenn die sich da nirgends festhalten. Moment. Moment, Moment. Ich glaube, ich weiß wieso. Oder auch nicht. Alter! Das ist jetzt der... Ich raste aus. In diesem Let's Play. So oft zu failen. Also man sieht, ich habe Tomb Raider schon... Stimmt aber, weil ich müsste da oben entlang. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Jetzt lappt mal noch einen Speicherpunkt. Ich trinke einen kurzen Schluck. So, da bin ich wieder. Ja, mein Getränk an den Fingern kleben. So. Wie soll das gehen? Kann mir das mal einer irgendwie sagen? Oder gibt es dann einen anderen Weg nach oben? Nö. Aha, ich weiß warum. Aha! Wow, 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 wow. Da bleiben, Lara. Ja, ich hab das mit,
So, jetzt haben wir es geschafft. Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben. Ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell! Holy shit. Sie sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginne ich Verlagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Was ich mache. Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Wie läuft's mit der Pumpe? Sehr ganz, ganz gut, Bro. So. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht. Aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Verdammt. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Was läuft da am Tor? Hey, Überprüfung läuft. Irgendwas läuft. Inspektoren kommen. Bereit machen. Verdammt, sie macht Jagd. Hast geladen. Verstanden. Nice. Nee. Ich
bin die Steuerung noch nicht so ganz gewöhnt, wie ich es mir wünsche. Was haben wir denn an Pfeile? 20. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen und Städte gesichert. Ich muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizei. Sag Bescheid, wenn die Schüsse kommen. Ruhe und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Eichhörnchen. Zum Glück sind wir die los. Wir haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Inspektoren kommen. Bereit machen. Zum nächsten Raster. Verstanden. Puh. Sind das die Benzinkanister für die Belagerung? Ja, vor 5 Minuten angekommen. Ist es klug, sie so nah an der Mauer zu lagern? Wie gesagt, sie wurden gerade erst geliefert. Wir bringen sie später noch tiefer rein. Ah, gut. Wir wollen ja nicht... Was stimmt nicht? Einer hat ein Leck. Bitte kommen. Wir haben das Feuer gesehen. Alles okay? Sichtung bestätigt. Es ist Croft. Angriff. Inges will sie lebend. Sie tötet unsere Leute. Scheiße. Verstanden. Ziel gesichtet. Ich habe Helikopter immer gehasst. Holy shit, ja. Da ist die Steuerung scheiße. Scheiße, da sind noch mehr. Wow, wow, wow. Sie ist verschwunden. Du bist erledigt. Das ist einfach aus deinem Versteck. Hoffentlich waren das alle. Das hoffe ich auch, Lara. Stoff! Herstellung Molotow, Waffen-Upgrades, okay.
Oh shit. Dann schauen wir uns noch kurz an und dann verlassen wir den Tempel, oder? Ne, wir verlassen ihn in der nächsten Folge von Shadow of the Tomb Raider. Bleibt am Ball, seid wieder dabei und bis bald. Euer Sucker.